Guten Morgen. Mein Name ist Markus Meindl, ich bin Teil von Graz Social. Ich erzähle euch ein bisschen was über das Fediverse. Der Vortrag, es gibt erst einen Vortrag von mir zum Fediverse, was es ist, ungefähr ganz wirklich in Grundzügen. Danach kommt mein Kollege André nochmal mit auf die Bühne, wird mehr dazu erzählen, wie es ist, seine eigene Instanz zu betreiben. Ich bin nämlich kein Entwickler, ich kann wirklich keine zweite Code schreiben, ich verstehe überhaupt nichts davon. Wir haben hier den Community Space in Graz, die Kometin. Wir hatten mal das Problem, wir wollten Events veröffentlichen, wir wollten keinen Facebook-Events nutzen, weil Facebook mega peinlich ist. Ja. Und es gibt einfach Alternativen. Es gibt echt coole Alternativen, um diese, ich will nicht sagen, diese Monopole zu zerschlagen, das stimmt einfach nicht, aber so ein bisschen sich nicht nur darüber zu beschweren, sondern wirklich was von unten mit aufzubauen, was Alternative bieten kann für viele Leute, wie sie auch eben für uns eine Alternative geboten haben. Und genau, ich gebe euch eine Einführung, dauert so 5 bis 10 Minuten. Ha? Und dann kommt André und wir reden so ein bisschen technisch darüber. Das ist der Plan. Gut, was ist das Fediverse? Zum Ersten ist es eine Möglichkeit, kommerzielle Social-Media-Apps zu ersetzen. Es ist ein dezentrales und datenschutzfreundliches Netzwerk. Es ist Vielfalt und Gleichheit, das heißt, es gibt quasi wirklich Bereiche, die sind wirklich mega verschieden mit eigenen Einstellungen, eigenen Werten, eigenen Richtlinien. Aber dann gibt es trotzdem diese standardisierten Beziehungen zwischen denen, die sehr, sehr wertvoll sind. Es ist ein Raum der Selbstorganisation. Es wird von unten aufgebaut. Das ist ziemlich cool. Und es ist eine Rebellion gegen Überwachung und Fremdbestimmung. Ja, so viel zu den ein paar Buzzwords, was das Fediverse so ausmacht. Und welche Apps kennt man? Also was ihr bestimmt wert einen Mastodon-Account, mal einfach aus Interesse. Sehr cool, Wahnsinn. Zielgruppe. genau, Mastodon ist so, was man so am meisten... Ist es das? Ist das die Tonstörung? Ja, ich nehme das andere Mikro. Eins, zwei, drei, Test. Super. Genau, Mastodon kennt man so am meisten, wenn man so das Fediverse hört, das ersetzt zu Twitter. Alle Apps versuchen immer Mastodon-freundlich irgendwie zu funktionieren. Immer wenn quasi auf Twitter oder auf X irgendwas schief läuft, kommen ganz, ganz viele User zu Mastodon rüber. So baut sich das Fediverse auf. Ja. Was aber noch gibt daneben, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, YouTube zu ersetzen. Das ist zum Beispiel PeerTube. Die verwenden auch so eine Torrent-Technologie tatsächlich, damit quasi serverfreundlich quasi, genau, das funktioniert. Das ist auch ziemlich cool. Mobileson ist eben die erwähnte Event-Plattform, die wir hier in Graz wirklich gerne nutzen. Und Pixelfed ersetzt zu Instagram. Das sind so, also es gibt diese Möglichkeiten, die großen Player irgendwie so ein bisschen zu ersetzen. Aber was ist jetzt das Besondere an Fediverse? Was ist das, was eigentlich das Fediverse wirklich so cool macht? Es ist nicht so, dass man einfach sagt, okay, wir haben irgendwie Facebook und dann bauen wir irgendwie so ein Open-Source-Ding auf, das ein riesiger Monolith ist und alle melden sich da an und irgendwann korrumpiert das und bricht wieder ein. Es wird wirklich versucht, so ein Netz aufzubauen. Ja? Das heißt, ich habe meinen eigenen Server und da spiele ich einfach diese freie Software drauf, zum Beispiel eben PeerTube oder Mastodon und das nennt man dann eine Instanz. Die Instanz können wir sagen, okay, ich habe Dinge, die sind mir wichtig. Also mir ist zum Beispiel wichtig, dass auf meiner Instanz keine Kraftausdrücke verwendet werden oder dass keine politischen Inhalte sind, wenn mir das wichtig ist. Also ich sage quasi, darum geht es quasi auf dieser Instanz. Und User können sich dann aussuchen, sagen, was ist mir denn wichtig? Möchte ich über Musik reden? Möchte ich irgendwie bestimmte Filme irgendwie sehen oder verbreiten? Möchte ich antifaschistische Politik betreiben? Ja. Und je nachdem suche ich mir meine Instanz aus, die einfach zu mir passt, erstmal als grundlegende Community. Und jetzt könnte man natürlich denken, wenn man dieses Protokoll nicht kennt, das irgendwie die Verbindung herstellt, dass sie halt getrennt sind voneinander. Das sind sie erstmal. Die User sind auf einem Server angemeldet, sind da quasi aktiv, können sich gegenseitig Nachrichten schreiben und so weiter. Aber es gibt eben dieses ActivityPub-Protokoll. Und darüber können diese einzelnen Instanzen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das heißt, ich kann von einem Server, der irgendwie hauptsächlich um Musik geht, kann ich quasi Leuten folgen, die auf einem anderen Server aktiv sind, wenn mein Server das zulässt. Also auch darum geht es, dass die einzelnen Server, die einzelnen Teams, die quasi diese Server betreuen,
entscheiden quasi, mit welchen Servern soll Kontakt aufgebaut werden können und welchen nicht. Also welche können vielleicht auch blockiert werden. Weil das ist eine Sache, wenn es sagt, okay, es gibt da diesen anderen Server und der macht irgendwie hauptsächlich Werbeanzeigen oder der ist wirklich, ich weiß nicht, da kommen irgendwie rassistische Inhalte oder sowas. Wir wollen das einfach nicht in unserem Universum quasi haben. Dann kann man das auch blockieren. Es gibt ein ziemlich spannendes Video auf PeerTube zum Beispiel anzuschauen für die Versus the Trolls. Da sieht man quasi wirklich, wie so eine rechte Gruppe, wirklich eine große rechte Trollgruppe versucht hat, wirklich das Fediverse zu sprengen und dann wirklich ausgegrenzt wurden, von allen Instanzen nach und nach ausgegrenzt wurden und die irgendwann einfach nur in so einer Echokammer waren und nichts mehr mit anderen Instanzen zu tun hatten. Und das geht halt, nicht, wenn ich irgendwie diese, ich weiß nicht, auf Twitter aktiv bin. Da muss man irgendwie für alle Regeln setzen. Hier können wir einfach diese kleinen Inseln aufbauen, diese Verbindungen aufbauen und eine andere Form von Politik von unten durchsetzen. Genau. Es ist beliebig erweiterbar. Es gibt wahnsinnig viele neue Apps. Es gibt quasi neue Apps zum, ich weiß nicht, zum Bloggen, für Podcasts, so eine komplette Facebook-Freunde-Social-App. Bonfire kommt jetzt neu. Da geht es auch viel darum, Ressourcen, also Dinge, die ich habe, quasi mit anderen teilen zu können. Also so eine Verbindung auch wirklich zum nicht-informationstechnischen Teil des Lebens. Das wird ziemlich cool werden. Und genau. Umstieg ist nicht einfach. Das ist natürlich für uns alle hier ein Thema, auch bei den Linux-Tagen. Es gibt viele Abhängigkeiten. Man erreicht erstmal vielleicht nicht so viele Leute. Man macht wenig Geld damit. Open Source oder freie Software ist ja oft so ein Thema, dass es echt wenig Geld damit verdient werden kann. Und deswegen liegt es auch an uns, das zu verbreiten. Ja, also wir haben nicht die großen Plakatwände und können es einbringen. Der Fediverse First finde ich einen schönen Slogan, dass man sagt, okay, wenn es einfach zu schwierig ist, umzusteigen, jetzt wirklich zu sagen, ich benutze jetzt kein X mehr, ich steige komplett auf Mastodon um, aber meine Gruppe wird wesentlich kleiner, dann sagen, okay, ich mache zuerst meine Inhalte ins Fediverse und dann quasi die kommerziellen Geschichten, solange ich davon noch meine, das zu brauchen. Ich finde, das hat für mich sehr gut geklappt und genau. So da rauszukommen. Ja, das war es eigentlich schon von meinem ganz kleinen Input, was das Fediverse ist. Jetzt freue ich mich, dass André mit runterkommt und wir reden mehr über die Eigenbetriebe einer Instanz und beantworten dann Fragen. Dankeschön. Ja, es soll sich vielleicht jetzt ein bisschen an alle die richten, die sich schon mal vielleicht auch überlegt haben, so wie ist es, so einen eigenen Server im Fediverse zu betreuen oder zu administrieren. Und da kann ich vielleicht kurz so meine Geschichte erzählen. Ich habe eigentlich nie was mit IT-Technik gemacht, war kein Systemadministrator. Ich meine, ich habe Linux auf meinem Notebook gehabt und dann während der Corona-Pandemie bin ich mit einem Freund zusammengesessen und wir haben erstmal irgendwie, ich habe beschlossen, ich schaue mir das jetzt an, ich habe Zeit und habe eine Jitsi-Instanz, habe meine erste virtuelle Maschine irgendwo gemietet, habe einen Jitsi-Server aufgesetzt und dann, damals war ich schon auf einem Mastodon-Server registriert und auf social.technics.de und dachte mir aber so, jetzt habe ich die virtuelle Maschine, die ist nicht ausgelastet, probiere ich mich mal da aus. Und dann habe ich einfach einen halben Nachmittag mal so Best Practice gelesen, so was man beachten sollte, wenn man eine Maschine im Netz hostet. Und bin der Mastodon-Installationsanleitung gefolgt. Und seitdem ist unser Server da. Und ich kann, mir wird auch immer mehr klar, wieso auch Mastodon so weit Verbreitung gefunden hat, weil es einfach für Leute wie mich die Dokumentation von Anfang an so gut gemacht war und der ganze Update-Prozess von Version zu Version so angenehm gestaltet ist, wie es mir irgendwie geht. Also wir hosten auch viele andere Services, die es im Fediverse so gibt, von Mobilisant über Write Freely, über PixelFed und alle anderen machen viel mehr Arbeit, obwohl wir da immer nur 10 Nutzer haben und die halt per Hand drauflassen. Das ist echt erstaunlich. Leider. Und es läuft auch alles immer noch auf einer einzelnen kleinen virtuellen Maschine, die 16 GB Arbeitsspeicher hat und es reicht locker für 500 Nutzer. Also man muss da nichts großartig aufbauen, einen extra Datenbankserver aufsetzen und sich um solche Geschichten kümmern. Man muss natürlich schauen, dass man irgendwie Backups macht. Da ist man ein bisschen auf sich allein gestellt, aber da auch bekommt man Hilfe von der Community. Und wofür Mastodon oft so viel kritisiert wird und wo ich eigentlich Mastodon eigentlich erstmal loben muss, ist die Admin-Tools, die es da gibt. Und das ist einfach erstmal sauber gemacht und
man kann wirklich sehr einfach Regeln definieren. Die Regeln sind klar sichtbar. Man kann sich, wenn man andere Instanzen stumm schalten will oder die ganz blockieren will, wie das Moderationssystem dort funktioniert, wie man mit Rollen arbeiten kann. Zum Beispiel, wir haben sogenannte Moderatoren und Moderatorinnen definiert und auch Co-Moderatorinnen, die praktisch gewisse Sachen gegenseitig reviewen, die moderiert werden. Und ich kann jetzt mal, vielleicht ist es spannend auch zu hören, wie viel wird eigentlich moderiert. Und wir haben jetzt, es ist leicht abnehmend, wie viele aktive Nutzerinnen wir haben. Wir sind jetzt von über 600 auf 300 abgesunken, was aber nicht schlimm ist, weil das grundsätzliche Netzwerk ist stabil und wächst. Natürlich trotzdem eine Einladung, dass sich jeder gerade Social Ask zu Hause aussuchen darf. Und wir haben momentan, dadurch, dass wir auch, das erzähle ich danach, wir haben so vielleicht 1-2 Moderationsfälle pro Quartal, die aber meistens ganz klar sind, so die mit, wo es überhaupt keinen Diskussionsbedarf gibt. Wir haben 2-3 Mal Fälle, wo wir wirklich breiter diskutieren müssen, was wir damit machen. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass viele von dem Moderationsaufwand bereits woanders abgefangen wird, in diesem dezentralen Netzwerk. Und wo wir gemerkt haben, wo der Moderationsaufwand stark gestiegen ist, war zum Beispiel, wenn so große Wellen kamen. Dadurch, dass wir halt eine öffentliche Instanz betreiben, wo sich jeder registrieren kann, wenn es aus Mass zum Beispiel Twitter übernommen hat, da ist mit einem Schlag eine andere Kultur auch gekommen. Das ist, was ich immer ganz spannend finde, ich habe immer den Eindruck, dass Leute sich anders verhalten, weil sie auch wissen, ich habe da eine Identität und da stecken diese 7-8 Leute, die das ehrenamtlich machen, dahinter. Und ich will aus Respekt denen gegenüber mich auch gescheit verhalten. Also man hat mehr dieses, ich bin da wirklich mit echten Menschen in Kommunikation. Man verliert nicht dieses, ja, wenn man mal auf Facebook mal ein bisschen provokanter schreibt oder so, dann ist das so, da hat das Problem Facebook zur Not. Und da haben das Problem halt wir. Also vielleicht spielt das auch eine Rolle. Genau. Das waren so meine Gedanken, die ich, glaube ich, teilen wollte. Und jetzt freue ich mich, wenn es Fragen gibt. Also auch wenn es Fragen gibt, zum Beispiel, was immer hoch diskutiert wird, auch im Vorfeld angekündigt wurde, war diese Diskussion, wie geht man mit Threads um, also Meta, die auch jetzt Fediverse kompatibel sind, prinzipiell. Was macht man damit? Und ich freue mich auf eure Fragen. Es sind ja genug Leute da. Ja, es gibt das Saalmikrofon. Ah, ich komme vorbei. Danke, sehr interessant. Mir war nicht bewusst, dass die Instanztechniker oder die Instanzbetreiber quasi entscheiden, welchen Teil vom Fediverse man sehen kann. Ist das nicht im Prinzip, man verlagert die Zensur von Elon Musk auf kleine Elon Musks oder wie ist das? Ich würde es nicht als Zensur sehen, ich würde es sehen als Schutzmechanismus, dass sich die Moderatorinnen von deiner Instanz darum kümmern, dich vor Inhalten zu schützen, die du gar nicht sehen willst. Weil du akzeptierst ja auch ein gewisses so praktisch so die Regeln dort. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, hast du die Möglichkeit, umzuziehen auf andere Instanz. Und umzuziehen heißt wirklich, im Falle von Mastodon oder Pixelfed oder auch Miski, du kannst deine Follower und den Leuten, denen du folgst, mitnehmen. Teilweise sogar deine Beiträge. Und du verlierst dein Netzwerk nicht, wenn du mit den Regeln nicht mehr einverstanden bist. Deswegen würde ich dieses Argument so nicht gelten lassen und kann ich es nicht dadurch sehr gut entkräften, glaube ich. Wenn man auf eine Instanz wechselt, mit der diese Fediverse-Instanz dann nicht spricht, dann sind die Follower weg, oder? Also Blasen. Es bilden sich im Prinzip moderierte Blasen von 5 Linux-Tage-Gehern und 5 BSD-Gehern und 5 Instanzen, die und immer wenn die, ich finde das, habe ich nicht gewusst, dass das so ist. Ich habe eigentlich geglaubt, dass die immer alle miteinander reden müssen und der User entscheiden kann, ja, dem will ich folgen, dem will ich nicht folgen. Dass das von der Technikseite her ist, finde ich jetzt eigentlich ziemlich bedenklich. Da will ich vielleicht noch einführen, dass dieses, wie stark Finanzen miteinander sprechen oder nicht sprechen, in mehreren Abstufungen passiert. Also es gibt neben einem reinen, wir föderieren mit dieser Instanz komplett, auch diesen Modus, die Instanz ist standardmäßig stumm geschaltet. Und das finde ich ganz wichtig, weil es erlaubt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel threads.net stumm geschaltet. Das heißt, man wird bei den
trendenden Beiträgen oder in der föderierten Zeitliste oder wenn wer was boostet, diese Beiträge nicht sehen. Aber ich habe sehr wohl die Möglichkeit zu sagen, ich will die Beiträge von diesem Threads-Account sehen. Ich will die Beiträge von dem amerikanischen Präsidenten sehen. Ich kann dem folgen. Bekommt dann auch noch so einen kleinen Hinweis, jetzt im Fall von Mastodon, Achtung, die Administratoren deiner Instanz haben diesen Instanzstand damit stumm geschaltet und kannst aber dann trotzdem drüber gehen, persönlich. Aber standardmäßig haben wir einfach zu viel Angst, dass zum Beispiel von dort einfach Content reinkommt, der aus unserer Sicht nicht gesund ist und wir nicht schnell genug darauf reagieren können. Danke. Ja, ich möchte mich bei der Frage anschließen. Ich finde das Prinzip super, löst aber aus meiner Sicht nicht das globale Problem dieser Bubble-Bildung, die wir ja jetzt in den Netzwerken haben. Wenn du einmal in den Kanälen, die eine gewisse Meinung vertreten, drinnen bist, kommst du da nicht mehr raus und radikalisierst du dich. Und wenn du jetzt, wenn die Instanzen untereinander nicht mehr sprechen, du zum Beispiel in einer rechtsradikalen Instanz bist, die sich nicht aussetzt einer liberaleren Instanz, dann hat man ja genau wieder diese Frontenbildung. Da kannst du. Kann ich. Ich sehe das total. Ich würde nicht aber sagen, dass das. Ich sehe das Problem, dass man, aber man ist halt auch so. Will man das halt, muss jetzt unbedingt diese Technologie, dieses Problem der Bubblebildung lösen oder ermöglicht es halt zum Beispiel zu sagen, ich entscheide mich ja dafür, ich entscheide mich, möchte ich mich dem aussetzen, ich kann auf eine große Instanz gehen, die quasi sehr viele Verbindungen zulässt und kann ja sagen, okay, ich möchte diesen Konflikt haben. Ja, ich möchte, wenn ich einen Beitrag mache, dann sagt irgendwie jemand, finde ich nicht cool, Punkt. Dann sage ich, damit setze ich mich auseinander, wir haben eine Diskussion, vielleicht komme ich da weiter. Oder ich möchte halt in einer Atmosphäre sein, wo ich sage, okay, ich werde halt nicht dafür kritisiert. Wenn ich einen Beitrag mache, habe ich keine Angst, irgendwie sofort dafür kritisiert zu werden, dass ich mich wieder zurückziehe. Ich kann mich dafür entscheiden. Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, eben was auch der André schon gesagt hat. Man verliert nicht seine Follower, wenn man umzieht. Ich kann sagen, okay, ich möchte mich irgendwie mehr diesen Raum aussetzen. Ich kann umziehen mit allen Leuten, mit denen ich quasi Kontakt habe. Aber ich kann auch sagen, ich möchte mehr geschützt sein. Also dass es einfach eine freie Entscheidung ist. Und zu sagen, okay, wir müssen ja alle Leute dem aussetzen, ist halt auch ein Ding von oben. Ja, also kommt ja von oben und sagt, ihr müsst quasi diesen Konflikt reingehen und da ist ganz cool, dass es einfach nicht so ist. Ja. Aber der Nutzer macht die Entscheidung, für welche Instanz er wählt. Doch, das kannst du wissen. Also die Instanz, also uns steht es frei, diese Liste, welche in anderen Instanzen wir stummschalten oder nicht, zu veröffentlichen oder nicht. Und du kannst dir sehr wohl eine Instanz aussuchen, die damit sehr transparent umgeht und kannst auch zur Not immer deine eigene hosten. Und ich finde wichtig, weil wir vor diese Bubble- und Filter-Ding angesprochen haben, es gibt so unendlich viel Inhalt. Da finde ich eine selbstbestimmte Entscheidung, welche Inhalte ich sehen will, wie ich die gefiltert haben will. Und die Filterregeln sind ja ganz einfach und klar. Ich habe diese Bubble, da wird für mich moderiert und dann bekomme ich die Beiträge in der Zeitleiste chronologisch daher. Und den Leuten, denen ich folge, die Beiträge tauchen auf und deren Teilungen oder so. Weil das für den Nutzer viel zu viel Arbeit wäre. Du wärst nur noch damit beschäftigt, was blocke ich und was nicht. Und wir sind da auch schon so, wir überlegen uns nicht jede Domain, sondern ich kenne viele andere Administratoren von anderen Fediverse-Servern und wir treffen uns auch in einem Abstand von ein paar Monaten immer wieder und diskutieren solche Sachen und haben natürlich Blocklisten, die wir gemeinsam teilen. Wo wir jetzt also, bitte, ich glaube, andere haben auch noch Fragen, Entschuldigung, wir können gerne danach reden. By default ist natürlich Föderierung aktiviert. Das heißt, es wird nur etwas deföderiert, im schlimmsten Fall, wie gesagt, es gibt Abstufungen, wenn etwas vorfällt. Das heißt, by default kannst du mit allen Instanzen, die noch nicht geblockt sind, und das sind fast alle,
kommunizieren. Und was du zusätzlich machen kannst, du musst ja nicht nur auf einer Instanz einen Account haben, sondern kannst ja 3 verschiedene Instanz-Accounts haben und die in den meisten Clients kannst du auch sehr, sehr schnell zwischen deinen Accounts um und umschalten. Viele Leute haben halt einen Account für, was weiß ich, irgendeine Projektidentität, ja, die interessieren sich für Computerspiele und haben da auf einer computerspiel-dominierten Instanz einen Account und dann haben sie halt noch vielleicht ein berufliches Account und dann haben sie noch ein, was weiß ich, allgemein privates Account, wo sie wieder woanders sind. Also das ist lauter, sind lauter Möglichkeiten, die dir offen stehen. Und das mit den Sperren, das mag jetzt vielleicht schlimm wirken, das verstehe ich, ja, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr untergeordnetes Problem. Wie gesagt, auf unserer Instanz, ich bin übrigens auch von Graz Social, auf unserer Instanz kannst du dir die Liste anschauen, kannst selber bewerten, okay, das ist jetzt für mich nicht okay, weil da sind mehr wie 3 Server oben oder das wird schon passen und zur Not kannst du, wie gesagt, umziehen. Also das ist in der Praxis ein sehr, sehr untergeordnetes Problem und ich als Benutzer bin sehr, sehr froh, wenn andere Leute da mithelfen in den schlimmen Fällen. Das ist ja nicht nur so, was er sieht, der schreibt jetzt etwas über eine Partei, die mir nicht gefällt, wie die Instanz sperren. Ja, das ist ja nicht der Fall. Wenn etwas gesperrt wird, dann diskutieren wir das auch im Team und dann wird es immer, also wenn wir selber Entscheidungen fällen, dann ist es nicht so, weil halt mir die Meinung nicht gefällt, sondern das muss wirklich triftige Gründe haben. Also das Sperren ist die Möglichkeit, aber nicht der Standardfall. Test? Ah, ja. Ich hätte eine andere Frage und zwar, er hat es ganz kurz angesprochen, umziehen. Kann ich meinen Account nehmen und alle Posts, die ich habe, und die auf eine andere Instanz bewegen? Das hängt von Software zu Software ab. Und das ist grundsätzlich das Problem, erstens mal, wenn man sowas zulässt, zum Beispiel, ich glaube, MISKEY kann das oder Firefish. Das Problem ist nur, wenn man das als Administrator aktiviert, standardmäßig, dann hat man halt das Risiko, dass man sehr schnell sehr, sehr viele Daten anhäuft. Wenn jetzt da deine ganzen letzten 5 Jahre Videos importiert werden zum Beispiel. Und es gibt die Möglichkeit, es gibt eine Outbox, wo die Collection da ist, wo man die Posts importieren kann. Wie viele sich technisch umsetzen, ist die andere Geschichte. Aber ja. Praktisch vom Admin abhängig von der jeweiligen Instanz. Und von der Applikation, genau. Passt. Danke. Wie vorher angesprochen, dass ihr, wenn man selber also die Instanz hosten kann, erweitert man damit das Netzwerk oder ist es nur der eigene quasi, wie zum Beispiel jetzt bei Teams, wenn wir es hernehmen von früher, wenn du eine eigene Teams-Instanz hast, kann ja jeder zugreifen, aber du erweiterst damit nicht das komplette Netzwerk. Ist jetzt, wenn jetzt ich zum Beispiel eine neue Instanz hoste, erweitert damit das komplette Netzwerk, dass auch andere drauf mit euren Servern kommunizieren können oder ist es mein eigener quasi, wo eigenständig quasi ist? Das kannst du frei entscheiden, ob du deine Instanz. Es gibt viele Mastodon-Ein-Nutzer-Instanzen oder auch andere, zum Beispiel man kann WordPress auch zu einer Fediverse-Instanz machen, seinen WordPress-Blog. Oder es gibt auch viele andere, es gibt Softwares, die kann man, das sind eine kleine Binary mit 5 Megabyte, die führt man aus und hat seinen eigenen kleinen Fediverse-Instanz, auf die man nur selber zugreift. Also das kommt auf die Anwendung drauf an. Eine Frage, die ich zu dem Sperren hätte. Muss der User sehen können, was gesperrt ist? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass er genau sehen kann in seiner Instanz? Ist das und das von den Moderatoren gesperrt worden? Oder ist das hinter einer Wand? Und wenn die Moderatoren jetzt nicht sagen, ja, wir haben das gesperrt, dann kriegt das nicht mit, dass da was gesperrt wurde? Also standardmäßig, wenn einzelne Nutzer-Accounts, Nutzerinnen-Accounts gesperrt werden oder da Beiträge moderiert werden, sieht man das nicht. Dann würdest du höchstens sehen, praktisch, wenn du einen Beitrag schon mal gehabt hast und den auf einmal in deiner Instanz aufrufen willst oder ins Suchfeld kopierst, den originalen Link, dass der nicht mehr auffindbar ist. Oder nicht mehr, wirst du einen 404-Error einfach bekommen. Was Instanzblocks begeht, wenn wir eine ganz andere Instanz stumm schalten, zum Beispiel truth.social, dann steht es uns frei, diese Liste zu veröffentlichen oder nicht. Also es gibt bei Mastodon praktisch das Setting, ihr könnt es euch eh drüben anschauen. Wir haben drüben eine Demo-Instanz,
mit Admin-Account, wo ihr gern durch die Moderations- und Admin-Tools selber mal durchschauen könnt, wie das ausschaut. Und uns steht es frei, das zu veröffentlichen. Ich glaube, es ist momentan nicht veröffentlicht, aber das ist eher, glaube ich, durch ein Upgrade passiert und nicht intentional. Und auch die Verbindungslast zwischen den Instanzen zu teilen. Also irgendwie ein Netzwerk zu machen, wo jeder halt ein bisschen was, ich weiß nicht, wie bei Torrent oder so, contributed und dann praktisch im gesamten großen Netz ist. Gibt's irgendwie? Klar, ich verstehe. Zwei Beispiele. Bei Mastodon ist es so, die Mastodon-Instanz, auf der du bist, kennt nur die Beiträge, die es schon bekommen hat. Also zum Beispiel du einem Nutzer von einer anderen Instanz folgst oder einem anderen Account oder ein anderer Account, der auf deinem Server ist, folgt wiederum einem Account woanders. Und dann kann ich als Administrator sagen, okay, diese zwischengespeicherten Beiträge sind cool, weil die sind auch durchsuchbar in einer allgemeinen Suche einfach. Aber dann kann man eine Rendition Period festlegen. Also ich kann einfach sagen, nach einem Jahr werden Beiträge von anderen Servern gelöscht und verschwinden, dass meine Datenbank nicht immer anwächst. Und diese Periode, wie lange sowas zwischengespeichert wird, also Beiträge von anderen Servern sind immer nur zwischengespeichert, kann ich selber festlegen. Und bei Medien sind die Beispiele uns noch viel kürzer, da sind es 2 Wochen. Und wenn man halt so einen Beitrag wieder anfordert, holt sich halt der Server das Medium wieder, das Bild oder so. Und bei PeerTube, zum Beispiel bei dieser dezentralen YouTube-Alternative, ist es so, dass ich als Instanz-Administrator sagen kann, ich zwischenspeichere zum Beispiel die populärsten 20 GB Videos auf unserer Instanz und liefere die direkt aus. Weil ich kann nicht alle Videos aus diesem dezentralen Netzwerk zwischenspeichern. Aber die gerade eben am meisten geklickt werden, haben es mir zum Beispiel eingestellt, helfe ich dem Netzwerk praktisch nach durch meine Zwischenspeicherung. Solche Optionen gibt es da. Genau. Jetzt sind wir eh schon durch mit der Zeit. Und wir sagen danke. Und wie gesagt, ihr könnt den ganzen Tag noch uns gerne am Stand besuchen drüben.